Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen zu wichtigen Teilgebieten der Psychologie besprochen. Die biologische Psychologie untersucht jene biologischen Vorgänge, die eine Grundlage menschlichen Erlebens und Verhaltens sind. In dieser psychologischen Teildisziplin werden deshalb insbesondere das Gehirn und das Nervensystem untersucht. Als Methoden werden unter anderem Tierversuche, EEG, also das die Elektroenzephalographie, und fMRT, also die funktionelle Magnetresonanztomographie, verwendet. Beim EEG werden über die Kopfoberfläche elektrische Spannungen und deren Schwankungen gemessen und grafisch dargestellt. Bei der fMRT handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren, bei dem aktivierte Hirnareale aufgrund unterschiedlicher Sauerstoffbindung im Blut dargestellt werden. Die Entwicklungspsychologie untersucht unter anderem, inwiefern sich das Erleben und Verhalten der Menschen während der gesamten Lebensspanne verändert. Es werden in diesem Zusammenhang bestimmte Entwicklungsphasen, Unterschiede zwischen den Geschlechtern und der Einfluss von Entwicklungsfaktoren wie Anlage und Umwelt erforscht. Die Sozialpsychologie untersucht die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen und damit auch den Einfluss der Gegenwart anderer auf das einzelne Individuum, das heißt den einzelnen Menschen, unter anderem in Form von Veränderungen, von Überzeugungen, Gefühlen und Verhaltensweisen. Darüber hinaus sind eine Erforschung der sozialen Wahrnehmung und die damit verbundene Interpretation der Umwelt von grundlegender Bedeutung. Phänomene wie Fanatismus und Zuschauereffekt zeigen in diesem Zusammenhang unter anderem den Einfluss von Gruppen auf das Verhalten der Individuen. Die Persönlichkeitspsychologie untersucht Unterschiede im Erleben und Verhalten der Menschen und versucht, individuelle bzw. persönliche Gedanken, Verhaltensweisen und Gefühle festzustellen. Die klinische Psychologie untersucht psychische Störungen. Diese stellen eine über einen längeren Zeitraum andauernde Beeinträchtigung des Erlebens und Verhaltens dar. Dies betrifft im Bereich des Erlebens beispielsweise Denken, Wahrnehmung, Emotionen und im Zusammenhang mit dem Verhalten die sozialen Beziehungen. Der Vorgang des Erkennens einer psychischen Störung wird unter anderem als Diagnose bezeichnet und führt dann letztlich hoffentlich zu einer wirksamen Behandlung. Sowohl Diagnose als auch Behandlung bedürfen einer systematischen und beharrlichen Erforschung der menschlichen Psyche. Klinische Psychologen sind beruflich vor allem im Bereich von Kliniken, psychotherapeutischen Einrichtungen und Beratungsstellen tätig. Pädagogische Psychologie und Schulpsychologie beschäftigen sich unter anderem mit den Bereichen Erziehung, Kindesentwicklung, Ausbildung von Pädagogen, Pädagoginnen und Lehr- und Lernmethoden. Pädagogische Psychologinnen und Psychologen haben unter anderem ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Lernen und Lehren und Schulpsychologen beschäftigen sich beispielsweise mit der Diagnose von psychischen Problemen und Lernschwierigkeiten und entsprechenden Hilfestellungen für die Schülerinnen und Schüler. Psychologinnen und Psychologen der Arbeits- und Organisationspsychologie arbeiten vor allem in Unternehmen. Sie sind unter anderem tätig im Bereich der Personalauswahl und Weiterbildung und im Zusammenhang mit der Organisation der Arbeit, was Punkte wie Effizienz der Arbeit und Steigerung der Produktivität betrifft. Psychologen dieser Teildisziplin beschäftigen sich beispielsweise auch mit Usability, um die Interaktion von Mensch und Maschine verbessern helfen zu können. So wird etwa die Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit von Maschinen untersucht.